Warum glaube ich, dass diese Situation nicht gut ausgehen wird? Die Gemüter sind erhitzt, Emotionen sind im Spiel. Das kann einfach nicht gut gehen bei solchen Umständen. Willkommen. Hast du mich vermisst? Oh, nein. Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Ja, habe ich dabei. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind, gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Details? Ja, natürlich. Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche Klarheit zu finden im Chaos. Welchen nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen das Rad des Schicksals. Du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Hackett's Quarry, Ausfahrt. Schon mal da Kapitel gewesen? 9. Am Schrottplatz? Nein. Die Hab nur das Schild auf Materialchen. dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Dann mal los. Tja. So sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hookie McHookface. Keiner wird mich behandeln wie vorher. Positiv, es ist was Neues. Wir versuchen positiv zu bleiben. Naja, es ist echt was Neues. Ich mache mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann, lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Eine Und in ein paar Jahren cool. lachen wir alle drüber. Wie in Evil Du, Dead. ich, vielleicht sogar Ryan. Haben wir unsere Chance verpasst? Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja. Schaffen wir erstmal dieses. Besser ist es. Ist aber am Ende auch egal. Jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da.
Schon gut. Ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaube ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Lass mich los! Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Keine gute Entscheidung von ihr, würde ich sagen. Hab dich. Jetzt räche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt! Oh. Ach, ich sag ja. Das geht nicht gut aus. Aber. Hört sofort auf! Selber schuld. Kannst du das? Was zum Teufel ist hier oben los? Oh, wach auf! Wach auf! Liebling! Komm schon! Wach auf! Wach auf! Sie ist tot. Kleiner Bobby. Ma ist tot. Jetzt könnte sich das Blatt wenden. Und es könnte sich herausstellen, wer der Böse in der Geschichte wird. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis. Jetzt wendet sich das Blatt. Man kann ja alle Beteiligten verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln. Ich glaube, wenn wir selber in so mancher in so einer ähnlichen Situation würden wir wahrscheinlich auch nicht anders handeln wollen. Herausziehen, nicht weiter herausziehen. Ja, herausziehen. Obwohl. Fuck! Nicht, dass das irgendwie vorher noch eine Vene blockiert hat oder so, die jetzt frei ist. Okay. So. Das Gefühl nicht los, dass wir ihn gerade umgebracht haben. Okay. Was haben wir hier? Ein Versteck. Oh. Ich glaube, da will er sich nicht verstecken. Okay, gehen wir mal weiter gucken. Wir noch irgendwas finden. Also ich hoffe jetzt echt, dass wir ihn damit nicht umgebracht haben. Ne? Da ist eine Tür, die gucken wir uns aber erst später an. Erstmal gucken wir hier im Schrank. Ja, doppelter Raum. Oder auch nicht. Okay. Also durch die Tür, da müssten wir durchkommen, aber ich guck noch mal, ob wir hier irgendwie noch was finden vorher. Denn wir wollen natürlich auch alle Hinweise entdecken. Ein Brief.
Kellys Brief. Gucken wir uns mal an. Okay, ich wollte ihn eigentlich lesen, aber na gut. Okay, dann gucken wir noch mal. Aber ich glaube, jetzt müssten wir auch alles hier durchsucht haben. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür. Tür versperren, verstecken. In den Schrank. Fuck. Okay, Luft anhalten, wir warten ein bisschen jetzt. Warum geht er raus? Na dran, melde mich. Over. Ich glaube, das war keine gute Idee, direkt aus dem Schrank rauszugehen. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Selber, Wichser! Er spricht